Hallo, ich bin Sandus und herzlich willkommen zu einer weiteren besonderen Special Part. Ja Leute, heute seid ihr mal herzlicher willkommen als sonst, denn ich hatte heute bzw. gestern Geburtstag. Das Video werde ich auf dem 20. hochladen. Ich hatte am 19. Geburtstag. Ich bin 15 geworden, ihr könnt mir jetzt in den Kommentaren nachträglich gratulieren. Und ja, ich werde drei Special Parts zu meinem Birthday hochladen. Und zwar wurde ich einmal beschenkt. Ich habe hier zum Beispiel, kann ich euch zeigen, einen Nintendo Switch Pro Controller in Mario Design bekommen. Richtig geil. Ich spiele auch gerade auf der Switch. Und zwar werden wir Mario Kart 8 Deluxe spielen. Und zwar eine Runde Rennen und eine Runde Schlacht. Da haben wir heute gedacht, ich nehme das hier alles. Und dann, ja, so meiner Spielern, dann sehen wir uns gleich. So, und da geht's auch schon los im zuckersüßen Canyon. Die Map kennt ihr ja von dem Originalteil. Ja, und da werden wir jetzt mal losfahren. Wie ihr sicherlich schon wisst, in diesem Mario Kart gibt's ja in manchen Stellen auch zwei Itemteile. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Bevor wir das dann im LP, ja moin, bevor wir das dann in dem LP richtig spielen, kriegt ihr es hier schon mal gesagt. Das sollte eigentlich am meisten schon bewusst sein, die Leute, die das Spiel schon gespielt haben, wissen es, da war zum Beispiel gerade eins. Und ich werde es mal hier... Gunain! Richtig machen hier, aber nicht so, Mann. Wow, wow, die Feuerbälle. Hilfe! Na, jetzt bin ich getroffen. Muss ja mal sein nach den ganz vielen Auswichern, die wir da hatten. Schon, lol. Das sah so aus, als wäre ich da durchgegangen. Fast. Das sah so aus, als wäre ich da durchgegangen, fast durch den Ding. Nice, easy. Oh nein, ich wollte es gerade haben. Also da lässt sich eigentlich ganz gut lenken, der Controller. Please. Das hier wird so eine ganz kurze Folge, denn... Ja. Weil ich das besser nicht machen kann. Weil ich gleich Abend essen muss. Wenigstens nicht letzter werden, sonst wäre das eine Blamage. Und der Typ hat mir jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal mein Item weggenommen. Genau. Blue Shell und Rakete. Was ist denn das? Ich werde sogar letzter, Leute. Das ist nicht wahr. Ich werde letzter. Genau. Letzter Platz. GG's. GG's. Letzter Platz. Keine Ahnung, wie das jetzt passieren konnte. Okay, minus 10, da kann man halt auch nichts ändern. Da muss ich das mal auf mich tragen, dann sehen wir uns gleich in der anderen Runde wieder. So, jetzt bin ich hier in Schlachtmodi. Und den Modus, den wir spielen, ist Münzenjäger. Den kennt man schon vom 3DS. Habe ich ja auch schon am Let's Play Mario Kart 7 gemacht. Ja. Ihr wisst ja eigentlich, wie das Ganze funktioniert. Auf der Map sind die ganzen Münzen, die muss man halt einheimsen. Und selbst möglich nicht getroffen werden. Gerade mal Krone direkt wieder verloren. Nice. Nein, ich habe ihn doch getroffen. Oh nein! Oh Gott, gerade noch so ausgewichen. I did it war wahrscheinlich ein Fake-Treffer, weil manchmal, zum Beispiel auch in Mario Kart 8, da treffe ich immer die Leute und wir waren es immer Fake-Treffer. Und wer sich erinnert, diese Map hier ist vom 3DS. War auch sehr schön.
11 Münzen, das läuft nicht mal so schlecht. Das Problem ist, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie man die Münzen verwendet. Ich kann es einmal probieren, jetzt wieder nicht. Ich muss mal schauen. Nee. Unsichtbare Macht, das ist nicht euer Ernst. Okay, damit funktioniert es nicht. Ja, genau, Leute. Ja, moin, einfach Lucky getroffen. Oh shit, nein! Ich habe nur noch 10. Gut, die letzte Minute läuft. Ich muss mehr Risiko gehen. Die Toadette, die wir auf der Karte sehen, die ist immer noch vorne. Meine. So. Unter 10 Minuten ist so ein Rekord für meine Videoleistung. Das war wohl nix. Satz mit X. Javier, nein. Oh. Habt ihr gesehen, wie kurz die da vor mir abgeprallt ist? Ein Stern. Ja, genau, wie viel hatte die denn, ey? Aber ich scheine trotzdem auf einem guten Platz zu sein. Ja, zweiter, jawohl, 18 Münzen. Und damit auf dem Platz 2. Nochmal würde ich sagen, was das von dem ersten Teil. Ich werde insgesamt 3 Teile hochladen. Die anderen beiden Teile werde ich am 20. produzieren. Und dann, ich schätze mal, am 21. oder so hochladen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und nicht vergessen, kommentieren. Und dann sehen wir uns beim zweiten Teil wieder. Bis dann und ciao.